Ja, guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass ich hier heute sprechen darf, anlässlich der Hayek-Tage in Weimar. Und ich habe ein Thema gewählt, von dem ich glaube, dass es ausreichend politische Brisanz birgt, nämlich das Thema der materiellen Ungleichheit. Ich weiß nicht, ob Sie heute Morgen schon Zeit haben, die FAZ zu schauen, aber die FAZ titelt heute im Wirtschaftsteil: Der globale Reichtum wächst. Und natürlich ist wiederum hier sozusagen, wird festgestellt, dass die, damit ist gemeint die Schere zwischen Arm und Reich, dass sie eben immer größer wird. Und dieses Thema wird in der Presse sehr prominent gespielt, allerdings meistens von politischen Kräften, die uns nicht so nahe stehen. Meistens wird das aus umverteilerischer Sicht gewürdigt. Und das ist vielleicht, also vielleicht nicht ganz ausreichend. Ich denke, dass wir als Liberale auch einiges zu dem Thema sagen können und sagen sollten, vielleicht viel mehr sagen sollten. Und das wird gar nicht, vielleicht tun wir das zu wenig. Im Gegenteil. Wir als Liberale, wir werden oft dargestellt als die Anwälte der Besserverdiener oder, naja, wirtschaftsfreundlich. Ja, das ist auch in manchen Kreisen ein Schimpfwort. Und all das ist in meinen Augen zu Unrecht. Zu Unrecht. Ich denke, dass der wohlverstandene, Klammer auf, weil konsequente Liberalismus, einer der größten und stärksten Verteidiger des kleinen Mannes ist. Und das werde ich versuchen darzulegen. Einer, der das auch immer schon verstanden hatte, das war Ludwig Erhard. Der hat nämlich mal gesagt: Die wichtigste Sozialleistung, die der Staat erbringen kann, ist die Stabilität der Währung. Und heutzutage muss man sagen, das ist ein Aperçu fast prophetischen Ausmaßes, denn zu Erhards Zeiten war die Währungspolitik noch in Ordnung. Heutzutage ist die Währungspolitik völlig aus den Fugen geraten und die Konsequenz ist, dass eben auch zunehmend Bevölkerungsschichten materiell in Rückstand geraten. Und das würde ich ganz gerne ein bisschen ausleuchten. Nun ist es so, da gibt es natürlich auch andere Meinungen dazu. Man kann zum Beispiel bei der OECD mal nachhören und fragen, was glaubt ihr denn so? Wo ist es denn mit der Ungleichheit? Wo kommt die denn her? Und dann kann man nachschauen und dann werden die einem sagen, naja, wissen Sie, der technologische Fortschritt hat zugenommen und wenn technologischer Fortschritt stattfindet, dann gibt es Leute, die verdienen da wahnsinnig viel oder so, das wäre schlecht. Ja, oder manchmal, die sagen dann unter anderem, ich habe das mal rausgesucht, es könnte sein, dass es zu wenig umverteilt wird noch oder dass zu wenig kollektive Tarifabschlüsse stattfinden. All solche Argumente kommen, wenn man die OECD befragt und das sind Antworten, die können uns nicht richtig befriedigen. Die können einen liberalen Denker nicht befriedigen. Und die Frage ist, ob man, wenn man da eine hayekianische Sichtweise heranträgt, ob man nicht vielleicht ein wenig Licht ins Dunkel bringen kann. Das werde ich jetzt versuchen. Hayek hat ja immer großen Wert gelegt auf die Prozessanalyse. Es geht nicht an, dass wir als Ökonomen ausschließlich in Gleichgewichten denken und wir sollten auch nicht nur Statistiken beurteilen, sondern wir sollten vor allem auf die Prozesse schauen. Wir sollten gucken, was passiert hier, verstehen, was ist hier los, ja, um dann unsere Schlüsse zu ziehen. Abseits von irgendwelchen Statistiken oder möglicherweise noch schlimmer mathematischen Modellen. Und eine solche kleine Prozessanalyse, wirklich in 5 Minuten, das würde ich gerne vorstellen. Und da fangen wir am besten an mit dem sogenannten Cantillon-Effekt. Die Leute, die ein bisschen österreichische Schule studiert haben, die wissen das ungefähr, wie das funktioniert oder was der besagt. Der als Cantillon-Effekt ist in der Ökonomie bekannt, die Tatsache, dass wenn Geld entsteht oder gedruckt wird oder in irgendeiner Weise zusätzlich in den Umlauf kommt, dass dadurch immer gewisse Profiteure entstehen. Und zwar sind das diejenigen, die das Geld zuerst bekommen. Das ist auch ganz logisch. Wenn ich in meinem Keller irgendwo anfange, Geld zu drucken, dann hat der einen Vorteil, der das Geld bekommt. Und nichts anderes sagt der Cantillon-Effekt, denn derjenige, der das Geld sozusagen dann direkt in seine Tasche stecken kann und es ausgeben kann, der kann sich auf diese Weise Ressourcen sichern, noch bevor, also abgesehen von diesem Einmalgewinn, noch bevor sich das Preisniveau nach oben angepasst hat.
Die Preise haben sich noch gar nicht reagiert, sondern es ist so, der bekommt einfach Geld und er kann sich sozusagen mit diesem Geld Dinge kaufen, die dann andere sich nicht mehr leisten können. Und dieser Effekt, der wird als Cantillon-Effekt bezeichnet. Okay, und das ist soweit eigentlich gut dokumentiert in der österreichischen Literatur und soweit nichts Neues. Aber ich würde diesen Gedanken gerne ein bisschen weiterentwickeln. Denn heutzutage wird Geld ja in großem Stil in Umlauf gebracht. Und es ist vielleicht, da liegt da ja auch der Grund, dass Ungleichheit entsteht. Schauen Sie, denn meistens ist es ja so, dass, oder umgekehrt, wenn also die Zentralbank Geld in Umlauf bringt, dann geschieht das heutzutage in relativ großen Schüben. Es ist nicht so, dass irgendwo 50 Euro ausgereicht werden und dann kauft man sich irgendwas Schönes, sondern es passiert in relativ großen Schwüngen, dass Geld über das Bankensystem dann irgendwo weitergereicht wird. Und der Clou bei der Sache ist, dass natürlich dieses niemals gleichförmig passiert. Es ist nicht der Fall, dass wenn im Bankensystem Geld entsteht, dass dieses gleichförmig an die Menschen ausgereicht würde, sondern es geht halt an die Leute, die gerade zufällig Kredite aufnehmen. Meistens sind das auch die Leute, die besonders kreditwürdig sind, das nur am Rande. Aber es geht eigentlich immer erstmal in bestimmte Kanäle. Und allein dadurch ist eine gewisse Vorteilsnahme auch auf Basis dieses Cantillon-Effekts schon vorprogrammiert. Jetzt könnte man auf den Standpunkt stehen und sagen, naja gut, das ist alles nicht so schlimm. Heute kriegen Sie einen Kredit, morgen kriegen Sie einen Kredit, übermorgen sind Sie der Kreditnehmer, dann gleicht sich das ja irgendwo wieder aus. Dann haben Sie heute einen kleinen Vorteil und profitieren von den noch nicht angepassten Preisen und Sie haben auch wieder einen Vorteil, wenn Sie ihn morgen kriegen und dann geht das irgendwie reihum und jeder hat mal kurz einen kleinen Vorteil, aber auf lange Sicht ist jeder irgendwie gleichmäßig beglückt. Und ich glaube aber, dass das nicht ausreicht als Analyse, sondern wenn wir den Weg des Geldes weiterverfolgen, dann werden wir eben feststellen, dass doch immer wieder einfach die gleichen Menschen diejenigen sind, die dieses Geld, was über das Bankensystem ausgereicht wird, zuerst bekommen. Denn wenn das in großen Stüben passiert, dann geht dieses Geld eben einfach zunächst in ganz großem Maße in die Finanzmärkte. Es wird in die Finanzmärkte hereingepumpt. Die Leute, wenn sie einen Riesenkredit aufnehmen, irgendwelche Unternehmenskäufe oder Mergers oder was man heutzutage so macht, dann geht eben notgedrungen der Kreditnehmer über den Finanzmarkt. Und wenn er das tut, dann beschäftigt er eine ganze Reihe von Leuten. Er beschäftigt nämlich eine Investmentbank, er beschäftigt einen Notar, beschäftigt eine Horde von Anwälten oder eine ganze Menge von Anwälten, er beschäftigt Broker, er beschäftigt alle möglichen Leute, die in dieser Finanzindustrie eben unterwegs sind. Und alle von diesen nehmen natürlich einen Prozentsatz. Ja, und die Transaktionskosten bei so einer Transaktion, die sind eben nicht unerheblich. Ja, kann man schätzen, das ist auch niemals irgendwie uniform, da kann man niemals sagen, das ist es immer so. Aber irgendwo im Bereich zwischen 5% und 10% spielt sich das halt ab. Das heißt, wenn immer Geld kreiert wird, dann wird dieses Geld eben auch abgezweigt zu 5% bis 10% in bestimmte Kanäle. Und es ist dann eben leider nicht reihum, sondern es sind immer dieselben Industrien, die von diesem Geld profitieren. Und wenn man sich dann noch anschaut, dass die Geldmenge exponentiell steigt, dann sieht man oder dann kann man erahnen, wie sehr sich diese Leute, die sich im System so positioniert haben, dass sie eben an den Stellen arbeiten, wo das Geld relativ früh ankommt, dass die sich eben von ihrem relativen Einkommen her abkoppeln und immer weiter zunehmen gegenüber Leuten, die auf fixen Einkommen sitzen, die einfach normal zur Arbeit gehen und einfach am Ende des Tages ihren Lohnschein kriegen. Kurzum, die Geldpolitik ist nach meiner Auffassung der Hauptschuldige. Und das hat die OECD leider gar nicht erwähnt. Die Geldpolitik
führt dazu, dass systematisch, wenn das Geld verteilt wird, wir wissen alle, es kommt sehr viel Geld in Umlauf, aber wenn dieses Geld verteilt wird, dann geht es eben systematisch immer in bestimmte Kanäle und dadurch steigt eben einfach auch rein natürlich die materielle Ungleichheit. Das ist sehr bedauernswert. Könnte man sagen, und dann ist der Clou aber noch nicht ganz zu Ende. Denn die Frage ist, warum machen wir das denn eigentlich? Ja, warum wird denn so wahnsinnig viel Geld gedruckt oder in Umlauf gebracht? Und dann wird man, wenn man sich das genauer anschaut, zum Schluss kommen, das liegt daran, dass die Staaten überschuldet sind. Die Staaten haben so viel Schulden aufgetürmt, dass sozusagen sie die kaum noch bedienen können und sie auf Liquiditätsspritzen immer wieder angewiesen sind. Und dann kann man fragen, warum sind denn die Staaten so sehr verschuldet? Dann muss man sagen, naja, das liegt daran, dass sie so wahnsinnig viel für Sozialausgaben ausgeben. Und dann muss man sagen, da beißt sich die Katze ja doch irgendwo in den Schwanz. Denn der Staat versucht also mittels Transferzahlungen die Armut, relative Armut zu bekämpfen und zu beseitigen. Und wenn er das aber schuldenfinanziert tut, dann setzt er damit ein System in Gang, welches gleichzeitig die materielle Ungleichheit aufbaut. Das heißt, er konterkariert sich selbst. Die ganze Umverteilungspolitik, sobald sie schuldenfinanziert ist, ist im Prinzip kontraproduktiv. Sie wird das immer das Gegenteil bewirken von dem, was sie eigentlich will. Denn mit jedem Stück, was wir schuldenfinanziert umbauen, wir sozusagen andernorts Mechanismen in Gang setzen, die wiederum dazu führen, dass die Ungleichheit zunimmt. Und insofern muss man sagen, ist das eigentlich der Sozialstaat im Prinzip mit seiner engen Anbindung an die monetäre Staatsfinanzierung, wie sie heutzutage eben stattfindet, dass das Problem an sich darstellt. Es ist nicht die Lösung, sondern es ist das Problem. Und der Anfang einer vernünftigen Sozialpolitik oder Grundvoraussetzung einer vernünftigen Sozialpolitik wäre also insofern zunächst mal ein ausgeglichener Staatshaushalt und dann eine langsame Zurückführung der expansiven Geldpolitik. Und dann würden wir vielleicht sehen, dass diese ganzen Verteilungskämpfe auch an Schärfe verlieren und Umverteilung gar nicht mehr so notwendig ist, weil in einer liberalen Gesellschaft eben andere Mechanismen für die Durchlässigkeit zwischen Arm und Reich Sorge tragen. Vielen Dank.